Guten Morgen, Deutschland. Ja, woran erkennt ihr, dass wir hier in Deutschland im besten Rechtsstaat aller Zeiten leben? Ja, könnt ihr ganz einfach erkennen, liebe Leute. Aber dazu müsst ihr da draußen einfach mal ein bisschen recherchieren. Oh, das ist mit Arbeit verbunden. Ich weiß, ich mach's euch leicht. Schaut euch einfach mal das Bundesverfassungsgericht an, das höchste Organ hier in Deutschland. Und schaut mal, welche Parteibücher diese wunderbaren Richter und Richterinnen haben. So wie die Doris. Genau, die Doris, die ist ja von der SPD, genau, die hat das Parteibuch der SPD, ist von der SPD auch vorgeschlagen worden 2014. Und die Doris ist Bundesverfassungsgericht Vize, ja, also in der zweiten Kammer, wunderbar. Und die hat also jetzt erstmal richtig schön einen rausgehauen, nämlich ganz klar, dass die Corona-Urteile ja vollkommen richtig waren, liebe Leute, ja. Genau, das war ja alles vollkommen richtig und also Meinungsfreiheitseinschränkung, Grundrechtseinschränkung. Nein, also ach, also ich bitte euch, ja, also sowas gibt's doch nicht in Deutschland, liebe Leute, in diesem wunderbarsten, neutralsten Rechtsstaat aller Zeiten. Man fragt sich an diesem Morgen, ob die Dame jemals was von den RKI-Files gehört hat und bei dem, was mittlerweile seit Monaten durch die Presse geht und offensichtlich ist, dass diese ganze Corona-Nummer eine politisch gewollte Nummer war und nicht auf Basis der Wissenschaft, wie es immer so schön heißt. Aber gut, dass sich jetzt eine Bundesverfassungsrichterin hinstellt, die ein SPD-Parteibuch hat und sich schützend vor ihre Altparteien stellt. Denn das ist es, was diese Richter tun, liebe Leute. Und das ist etwas, was wir hier in Deutschland sehr schleunigst beenden sollten, nämlich auf ganz demokratische Art und Weise. Das möchte ich heute Morgen auch noch mal ganz klar hier auf meinem Kanal kundtun. Kein Richter eines Gerichtes sollte in Deutschland, eigentlich auf der Welt, ein Parteibuch haben. Denn es besteht immer die Möglichkeit der Befangenheit. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Interessen geschützt werden. Und das Einzige, was darunter leidet, ist grundsätzlich die Wahrheit, wie man so schön jetzt gerade anhand der Doris nämlich feststellen kann. Denn wenn sie sagt, dass das alles vollkommen richtig war, obwohl sie mittlerweile ganz klar belegt und bewiesen hat, dass es nicht so war, dann hat sie als Verfassungsrichterin ein großes Problem. Ja, nämlich, dass sie ihrer Partei SPD hörig ist. Genau. Und sollten Richter hörig sein? Ich finde nicht. Und deswegen sollte das hier in Deutschland schleunigst abgeschafft werden, dass Richter in irgendeiner Art und Weise an irgendeinem Gericht in Deutschland auch nur an einem Parteibuch riechen dürfen. Die sollten nämlich an erster Stelle das Gesetz haben und nicht die Partei. Liebe Leute, ich finde das mega spannend. Aber nun gut, wir wissen ja, ARD und ZDF werden das den Bürgern da draußen mit Sicherheit nicht sagen. Die erzählen ja lieber heute Morgen mal wieder die nächste Horrorstory. Einen Tag vor der großen Wahl in den USA von Schüssen auf Journalisten laut Trump. Oh, der arme Hund macht Pause. Ja, liebe Leute, ich mache auch Pause bald, weil es ist wirklich unfassbar, was hier für ein Blödsinn den Menschen erzählt wird, und das Schlimme ist, sie glauben es. Gestern, ich habe es im Live gezeigt, bei Winterswoche, Achim Winter hat eine schöne Straßenumfrage gemacht. Da wurden Menschen gefragt, wegen Trump, was sie denn davon halten. Ja, also wenn der an die Macht kommt, ja, dann muss ich aus Deutschland auswandern. Leute, da fasst man sich an den Kopf. Man fasst sich wirklich an den Kopf und fragt sich, was herrscht hier für eine geistige Umnachtung in Deutschland? Nein, nein, es ist nicht Blödheit. Es ist wirklich, es ist mit einem einzigen Wort erklärbar, liebe Bundesbürger. Medien, deutsche Medien, deutsche Massen- und Leitmedien. Ich will es nochmal sagen, damit das versteht. ARD, ZDF, Tagesschau, heute WDR, MDR, BR, SWR,
MDR und wie sie alle heißen, Spiegel, Fokus, Stern, wunderbar, T-Online, Welt, NTV, toll, liebe Leute, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, einfach ein Traum. Deutsche Medien sind der absolute Burner, liebe Leute, zu 60% von Menschen, die links-rot-grün politisch orientiert sind, zu verorten sind, wundern wir uns darüber, warum es in Deutschland als klardenkender Mensch eine einseitige Berichterstattung gibt für alle anderen da draußen. Nein, also das stimmt doch alles, was die uns sagen. Ja? Ist doch logisch, liebe Leute. Für Trump ist eindeutig ein Faschist. Ja? Der wird aus den USA einen Nazi-Staat machen. Na klar doch, ja. Der wird dafür sorgen, dass die Welt untergeht, ja. Weil der sieht ja schon so schlimm aus mit seinen blonden Haaren, ja. Es ist so toll, liebe Leute. Ich finde das so spannend. Der Verblödungsgrad in dieser Gesellschaft in Deutschland, der ist wirklich gigantisch, liebe Leute. Der ist wirklich gigantisch. Ein Eichhörnchen wird aus einem Haus rausgeholt, wo es jahrelang lebt, aufgezogen wurde, gerettet wurde. Und dann geht man her und anstatt man die Wahrheit beim Spiegel schreibt, nämlich dass man eine Razzia gemacht hat für ein Eichhörnchen und das dann anschließend eingeschläfert hat, anstatt es vielleicht mal in der freien Wildbahn auszusetzen, wenigstens die Idee hätte man ja da mal haben können in New York. Nein, da schreibt der Spiegel, naja, dann ist es halt gestorben. Ne? Also es ist so herrlich, liebe Leute, ja. Dieses Sturmgeschütz der Wahrheit, der Spiegel, von Frau Amann und Frau Ann-Kathrin Müller heißt sie, glaube ich. Das ist wirklich bester Journalismus in Deutschland. Ich liebe es. Ich liebe es alleine, wenn ich heute Morgen die Medien aufmache und wieder die Horrorstory von Christian Lindner lese, der sich jetzt nach vorne stellt und als der große Retter präsentiert wird. Aber was wird denn hier gerettet, liebe Leute? Was wird denn hier gerettet? Hier wird gar nichts gerettet. Also Stand jetzt ist noch gar nichts in Sicht, außer dass ein Markus in München mal wieder vom Steckerziehen redet, dass die Bild-Zeitung hofft, dass der Christian jetzt endlich mal das Richtige macht. Genau, aber was ist denn das Richtige, liebe Leute? Das Richtige wäre doch mal, wenn unsere deutschen Medien wirklich anfangen würden, Wahrheiten zu berichten, keine Lücken lassen würden, nicht mehr lügen würden und den Menschen einfach mal reinen Wein einschenken würden. Wenn sie zum Beispiel diese ganzen Strukturen der Nichtregierungsorganisation Deutschlands mal lückenlos aufdecken würden. Aber nein, dann wären sie ja mit dran. Genau, weil sie hängen ja mit in diesen Strukturen drin. Oder wenn diese ganzen deutschen Massen- und Leitmedien sich mal um diese wunderbaren Verfassungsgerichte kümmern würden. Oh nein, könnten sie ja nachher noch selber in Probleme kommen, nicht wahr? Genau, ich liebe es, liebe Leute. Und deswegen, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Und auch wenn die Hoffnung schön klein ist, sie stirbt immer zuletzt. Und bis dahin ist noch ganz lange hin, liebe Leute. Ihr müsst nur da draußen eines erkennen, dass das hier keine leichte Nummer ist. Und dass das nicht mal eben von heute auf morgen zu machen ist. Und dass man eine Demokratie nicht mal eben so von heute auf morgen wiederherstellen kann. Sondern das dauert insbesondere dann, wenn Demokratiefeinde seit Jahrzehnten sich diese antidemokratische Struktur aufgebaut haben. Denn das Erste, was die Deutschen erstmal wieder lernen müssen, ist: Was bedeutet eigentlich das Wort Demokratie? Was bedeutet eigentlich Selbstdenken? Was bedeutet eigentlich Eigenverantwortung? Und was bedeutet es eigentlich zu begreifen, dass man jahrzehntelang verarscht wurde?